kam gerne zu Tabalingo, weil es Spaß macht und man ohne Leistungsdruck Sport machen kann. Ich komme schon seit ich 5 Jahre alt bin zu Tabalingo und ja, seit 10 Jahren. Ich erinnere mich noch gut dran, wie Tim zu uns gekommen ist mit 5 Jahren. Ja, und der Tim, der zählt ja jetzt bei uns hier zu den sogenannten Regelkindern, also er hat keine Behinderung, aber weil er eine Diabetes hat, ist er eingeschränkt und ja, und hat dadurch ist schon sehr früh halt eben auch sehr viel Verständnis gehabt halt für die anderen Menschen, die mit einer Behinderung kommen und war da eben auch sehr einfühlsam. Und ja, hat sich auch für andere Kinder auch sehr stark gemacht und sehr doll eingesetzt. Und ich finde, die Entwicklung, die er genommen hat von 5 bis 15, die ist schon gewaltig. Und ja, das freut mich einfach. Und er ist halt sehr vielseitig interessiert, sehr sportbegeistert. Und ja, das kommt uns natürlich entgegen mit der Vielfalt. Also ich spiele sehr gerne Fußball, aber ich probiere auch, weil es viele Angebote gibt, auch gerne neue Sportarten aus. Ich komme ungefähr 2-mal die Woche nach hier. Einmal zum Fußballtraining und mittwochs Handball und Basketball. Der Tim, der hat so ziemlich jede Aktion mitgemacht, die wir hier hatten. Aber er ist dann auch an vielen Samstagen dabei, also entweder halt zum Fußball oder zum Filmteam. Und er kommt eigentlich seit, ich weiß gar nicht, seit unheimlich vielen Jahren auch zum Sommerprojekt. Also ich würde schon sagen, dass ich hier viele nette Leute kennengelernt habe, mit denen ich auch noch privat Kontakt habe. Ich finde ihn persönlich eigentlich so, ja, das ist für mich so das Paradebeispiel für Inklusion und dass wir Menschen alle aneinander wachsen können irgendwie und wir müssen einfach aufeinander aufpassen. Wir müssen uns alle wertschätzen, so wie wir sind und Tim hat einen Großteil dazu beigetragen.